Sag mal, wie oft haben wir eigentlich Renny hier schon verhauen? Nicht oft genug. Ja, der verdient noch ein paar Mal, ne? Hast du recht. Ja, hier, komm. Das ist alles nur, weil er uns immer unsere Sachen klaut. Der alte Hafensänger hier. Der ist richtig so gemein, ja. Wie er seinen Sack da trägt. Den interessiert halt gar nicht, wenn wir den abpacken. Seinen Sack da. Guck mal hier. Wie so ein kleiner Tourette-Kobold ist er. Hey! Gib mir aus dem Weg, Mann. Gib mir aus dem Weg. Sag mal, gemeint zu mir. Bin ich gemeint so zu dir. Brichst du mir mein Herz, brech ich dir deine Beine, Mann. So. Ja gut, was machen wir als nächstes, Maddie? Sahne trinken. So, und dann nach Hong Kong und den Gong, Leute. Guck mal, das wird echt immer teurer. Jedes Mal, wenn man zu Stellen geht, dann kostet jedes Mal 50 mehr oder so, ne? Ja, irgendwie schon. Das ist ja unglaublich. So, nächster Level steht an. Ich würde sagen, wir gehen in Level 5. Ja! Die Harpia war jetzt nicht unbedingt die Dass es halt echt nur 9 Dungeons gibt, ne? Das ist ein bisschen wenig. Ja, na gut, Doom Beetle ist angesagt. Boing. Wir sind zwar das schon hat aber jetzt auch nichts mit Potschnitt und komischen Frisuren und Hamburger Hafen zu tun, nein. Doch. Doch! Wir gehen jetzt auf den Meeresgrund, so Yellow Submarine und dann. Ja, richtig. Dann packen wir Löcher ein. Diese blöden. Die gehen mir richtig auf den Zeiger. Die sind richtig schlimm, ja, die sind so gemein. Moin, ich bin einfach mal nicht mehr da. Ja, doch, ich bin wieder da. Bin ich wieder da? Nein, moin, bin wieder weg. Das sind Ärsche. Baller ich dann auch noch meine Pfeile da dran, meine Güte. Oh, dann haben wir da eine Rune. Tja, ja, mach mal die Rune, ist cool. CDA bringt nichts. Aua! Wo ist die andere? Nein! CWS. Das ist ja das bringt was. CSW. Christopher Streetway. Toll, Silver, bla, bla. Wind das Protection. Das haben wir schon 100 Mal. Toll. Das ist nur ein alter Hut hier. Den kennen wir schon. In- und auswendig. Ich finde diese 20 Aufladungen von meinem Gift, die sind ein bisschen wenig. 20 also, nur? Ja, das sind 20 normale Angriffe, ne? Also nicht nur 20 Kombos, nein, das sind normale Angriffe. Das heißt, das ist ein Angriff. Alter Schwede. Was man macht, ist ja gut, musst du halt sparsam sein. Bei dir ist es halt extrem darauf ausgelegt, ne? Ja. Goldene Kiste, Maddie. Oh, da ist bestimmt was drin. Liebes Haar, Treasure Rank C. Oh nein! Warst du ja schon mal? Ja, war ich. Das ist so übel. Aber zum Glück habe ich Feuer dabei. Feuer machen. Fire in the hole. Oder? Sieht aber auch schon cool aus, dieser türkisene Schleim. Hattest du sowas auch als Kind? So einen Schleim? So eine Box mit Schleim? Ja, natürlich, so ein Furzschleim. Das hat doch jeder gehabt. Ja, das ich hab den nur anderen Leuten in die Haare geschmiert. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe den nur in der Box geschmiert. Bier. Und dann hat das Furzgeräusche gemacht und das habe ich gefeiert. Das glaubst du gar nicht. So, Maddie, wir können gehen, ne? Weißt du? Was? Wir können gehen. Was? Hab schon den Schlüssel. Ich will nur Schleim prügeln hier. Nicht nur mein Auftrag hier. Auf die Kacke hauen wir dann. Hier, guck mal, das ist die Superkiste. Da ist hier, ne? Brennvoll. Ja. Oh, der Dicke, da ist er wieder. Moin. Ach komm! Brennt mich doch alle nieder hier, das ist doch. Ja, das ist auch kacke. Ich kann den nicht treffen, wenn der auf dem Boden sitzt, ne? Ja, das ist der Dieb, echt? Ja, dann kann ich den nicht mit meinen Pfeilen da abschießen. Das ist sowieso doof. Ich glaube, die Elfe, die ist richtig runtergenervt. Die kann gar nichts. Oh, ein bisschen tanzen. Ja, also der Zauberer hat auch viel zu kurz. So, jetzt Renny, jetzt irgendwie aber mal Ball flach halten. Halt ne? mal. Ach ja. Der klaut also, wieder hier alles, die Schweinebacke. Schweinebacke, der. Schweinegesichtige Arschmann hier. Der sowieso. Guck mal, wie der guckt schon. Der guckt sich immer um. Der hat auch hier in den Augen. Ach da. Ach komm, man kann die echt anklicken. Ärgern. Hier, da. Zieh mal am Schwanz. Und knall den so ein bisschen gegen die Wand, komm. Back 1.
Das arme Vieh. Siehst du, ich habe einen Platz mehr, weil ich mir das Upgrade geholt habe für zwei. The door to the laboratory kann man machen. Is through this oh, hole. Ja, siehst du mal. Okay, jetzt essen wir erstmal nochmal was. Schön Knoppers und dann geht er. Knoppers. Oh. Ihr Penner! Gibt in irgendeinem Herr der Ringe wirklich so eine Elfe, die Knoppers heißt? Ja, das ist Legolas, ja, das ist Alachtriel und das ist Knoppers. Das ist die Knoppersfee. Die ist so stark. Rudolfina ist das. Die fährt dann auf dem Klo durch die Prärie und verteilt ja, dann, Hass. Dann ist, Hass? Die ist doch Misanthrop, hab ich gedacht. Nee, das war ja Wurstjockel, ne? Atomfried. Atomfried war, ja, okay. Atomfried, aber der mag nur keine Planeten, das war das Problem. Und ist die Eingeweide hier noch vor allem? Warte mal. Ja, er hat sein eigenes Gehirn, das isst er immer auf. Das ist total lustig, die Idee, muss ich sagen. Ich mag das. Also, Scribblenauts Unlimited hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, leider das neue gar nicht mehr. Hast du das eigentlich fertig gemacht? Oh yeah, guck mal. Ja, ich hab das in 20 Sammeln, Parts abgeschickt. Sammeln, gib mir das, bevor Randy wieder hier ankommt. Nein, verschwinde, du dämlicher kleiner Gartenzwerg. Verpiss dich, ist okay. Verschwinde? Verpiss dich, Junge. Verpiss dich, hier, ich mach dich Feuer unter den Arsch. Wenn du nicht irgendwas Böses mit F sagst, ist okay. Eigentlich kein Problem, was ist hier bei dir, das Video? Versaut. Musst du bitten. Verschwinde, was? Oh nein. Vogel, das ist nicht mit F, ne? Vogel? Ne. Mit PF. Was zur Hölle? Oh, jetzt ist tanzen wir hier, oder was? Achso, ich habe ja immer noch dieses. Sage mal, ihr habt so Torch, 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 Torch. Guck mal, da ist eine Ratte. Mach die frei. Ja, du bist gleich tot, ne? Ich bin total gut drauf. Eine Tarte. It's my turn. Eine Tarte. Ach, warte mal ganz kurz. Ah. Ich glaube, das ist das Kistenrätsel, ne? Oh, oh. Hier, 190. Oh, gib mir das. Ja, gib mir ganz viel Geld. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt den Buff hole, dass wir beide mehr Geld, also dass ich mehr Geld kriege, zählt das dann für uns beide oder was? Das weiß ich nicht. Aber das wäre ja gut, wenn sich das irgendwie kumulativ verhält, weißt du? Mhm. Oh! Oh, ja! Ja, und jetzt ist aber Gefahr. Nee, nee, du trägst mich gerade ab. Warum zoomt das denn auch so weit ran, bitte? Ich auch nicht. Ich bin nicht mehr am Leben. Oh, dieses Blöde. So, und die kommen ja alle dann immer wieder. So, mal gucken, ob das noch weißt. Ich weiß die Kombination noch. Ja, wir haben ja schon ein paar gedrückt. Ja? Ne, ich hab's so resettet, weil ich das, in der Mitte. Das. Nee. Nee. Und das. Nee. Das. Nee, Maddie, nee. Und fällig. Ich weiß es echt nicht mehr. Warte, ich glaube, ich weiß es noch. Gib mir eine Münze. Komm, die liegt am Boden. Der, guck mal, der kann die auch nicht aufheben, der blöde Renny. Guck mal. Guck mal, der kann die nicht aufheben. Ja, bei mir ist da gar keine. Bei mir bückt er sich die ganze. Ja, da steht genau drauf, aber guck, der versucht die ganze Zeit die Münze aufzuheben, die ist verpackt. Oh, warte, ich glaube gelb, blau, violett. Nee, dann war es doch rot. Ja, du weißt das noch, verstehe ich schon, ne? Rot, grün, blau, violett. Auch nicht! Dann war es rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Hey! Ja, jetzt möchte ich aber auch ein A-Level hier sehen, ne? S. Simple. S. Nein. C. Oh. Und Zombies. Nö. Yeah, ich wollte dir eigentlich zur Hilfe kommen, aber dann kam die und dann gesagt, Maddie, das ist schön. Cool. Weißt du, gerne in Elfen rein. Moin. Das macht so viel Spaß und Laune. Die. Ja, wie auf dem Boden liegt und wartet, bis du reinfritzt. Dann saugt er wieder an. Oh, ich will deine Stiefel essen. Leckere Elfe ist dann wieder angesagt. Die fette Elfe. Ich will deine Stiefel. Die sind aus Schweinsleder. Ja, oh, oh. Geil. Oh, no. Ich hab auch voll die Zöpfe. Guck dir das mal an, diese Friese. Die ist doch wohl voll cool. Die ist super. Die ist richtig klasse. Ich frage mich, wann die nächsten anzüglichen Bilder kommen. Kommen die? Nee, hier weiß ich nicht. Hast du dir das Geheimnis entdeckt? Welches Geheimnis? Das kaputt machen und dann dahin ja, weg? Mit der Fackel da. Alter, das ist so schlecht versteckt. Ja, eigentlich schon, ne? Da kommt man sehr leicht drauf. Should have eaten that food. Mann, die Viecher, die sind voll gemein, dass die wieder größer werden, ne? Oh, warte mal, ich sollte gleich Feuerstab. Feuer ist so richtig 666 gut. Damage. Ja, gegen die Viecher. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Elementvorteil hier zu tun, ne? Ja, stimmt, klar. Aber
Aber Blitz hilft halt gegen alles, das ist das Gute. Ja. Und sollen wir hier rein? Geld, Geld, Geld. Ja, warte. Geld, Geld, Geld. Imini! Geld, Geld, Geld. Ritzi! Oh, Tür! Hab ich noch nie gesehen. Warum treten wir die hier einfach ein? Ja, ne? Das ist so eine gammelige Holztür. Ja. Oh, so, guck mal. Wetten, wenn wir da jetzt rangehen, dann bricht hier wieder die Hölle über uns ein. Ist doch immer so. Voila! Oh, zieh. Guck mal, da sind sie jetzt schon wieder. Oh, Oida! Oida! Böse! Okay, jetzt ist aber Phase, jetzt kriegt der richtig aufs Maul. Ah, dann gleich schmeißt er wieder eine Bombe. Feige ist nee, das. Macht er gar nicht. Er ist tot. Oh, Rainer! Boah, dein Feuer, das ist aber auch schon heftig, ne? Ja, muss. Das sind alles kritische Treffer, oder wie sieht das aus? Nö, ich glaub nicht. Oder? Kritisch ist, wenn es so für 500. Oh Gott. Bam, 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 bam. Ja, aber die halten auch nichts aus hier. Ja, so ein echter Elemente-Vorteil hier. Hast du echt keine Nebenquests mehr? Hier gibt's noch eins mit Pilzsporen und so weiter. Nee, hab ich gerade nicht. Ich glaub, ich hab ganz andere. Hallo! Nein, Fusch! Hast du schon mal jemanden gesehen, der mit einer Fackel so Feuer schießen kann? Nee, muss ich nächstes Mal ausprobieren. Das ist das Treasure und das Friend. Uncover Hidden Treasure. Yes! 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 Ein goldener, komm, gib C, S. C, wenn C, C wir. Ah, yes! Das ist gut. Das ist echt gut. Ah, ist gut. Ah, ich hab kein Problem mit da. Hoppala. Das ist echt gut. Hoppala, hoch! Das Mikro. Das ist bestimmt wieder irgendein Blödsinn, so ein Amulett, was kein Mensch braucht oder so. Ja, wahrscheinlich ein Zwergenamulett. Das frisst er dann auch, mit offenem Mund. Oh, oh, das ist ja schön. Oh, da ist ja ein leckerer Edelstein drin. Den muss ich. So ein Pac-Man, das Spiel. Ich freue mich danach. Ich esse jetzt. Hier, Delicacy Delivery Boy hier. Hast du? Ja. Da siehst du, da gibt's überall die Pilze kaputt hauen. Nee. Aua, ich bin gleich schon wieder kaputt. Komm, nimm doch mal diese dämliche Fackel da weg. Braucht doch kein Mensch hier. So. Das Problem bei diesem Dungeon ist, dass du die Gegner alle ziemlich schnell kaputt hauen musst. Überall. Ja, weil sonst spawnen die endlos nach, die Pilze. Die teilen sich ja dann wieder. Ja, und die werden genau. Die betreiben Mitose. Oh nein, guck mal, da hinten sind wieder drei gewachsen. Ja, wir müssen die alle kaputt kriegen, das ist das Problem. Und wo ist Ranny eigentlich schon wieder? Der wartet immer, bis wir alle getötet haben. Das ist so ein Arsch, wieso kommt dann nur und sagt so, oh, aber, ich und dann klaut der auch noch. Dann klaut er. Ist ja nicht so, dass er. Dann klaut der. Ja, genau. Er sagt immer, oh, I can do that. Aha. Luca. Wie kriegt man das mit den Sporen jetzt noch? Ja, du hast schon ein paar. Die anderen kommen, glaube ich, noch. Hier müsstest jetzt so 3-4 haben, oder? Guck mal, wie er da abzieht. Hier ist nicht. Meine Güte. Der zieht aber auch. So. Super. Ja, completed. Moin. Hast du fertig? Ich ja, hab dafür echt zweimal reingehen müssen hier. Nee, läuft. Ist voll bescheuert. Aber da kommen noch ein paar Pilze, von daher haben wir noch genug. Ja. Genug. Ach, guck mal hier. Sind wir wieder. Piu, piu. Wie sind wir mal? So, mit dem Messer ist das hier richtig klasse. Schmach dich Messer, ey. Und die Waffen. Verprügelt sie aber mal richtig schön, du. Bam, 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 bam. Dann gibt's keine Gnade. Einfach bam, bam, rein, bam. Kniestoß, Fußwurf, was nicht alles. Alles dran. Bis hier gar nichts mehr läuft. Ja, du machst hier überhaupt keinen Schaden, wo wir mit deinen scheiß Flammenattacken. Das ist 100, ey. Was ist das denn? Oh, jetzt geht's ab, du. So. Oh oh. Ja, moin. Blind da drüben, die wachsen wieder. Das sind Feige. Ah, dieser Endgegner hier, der ist ja auch ein bisschen nervig, finde ich. Ja gut, wenn man den, glaube ich, schnell macht, dann kommen da gar nicht mehr so viele Käfer nach. Kriegt man jetzt halt auch, ne? Ja, und die nachkommen, die sind bei weitem nicht so stark wie er. Ne. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ach, von mir ist noch keiner ausgeschlüpft bisher. Ja, ich versuche das hier gerade aufzuklicken, ne? Moin. Hier, willst du den Apfel haben? Also, ich will mal einen Apfel. Hättest du eigentlich auch was holen können, weil ich fress mich jetzt schon voll hier. Nom, nom, nom. So eine halbe Dattel. Einfach mal rinbeißen. Ja, oder so ein Hähnchen. So. Das muss man machen, so ein Ring Fleischwurst mit zwei Bissen, ne? Das ist schon hart. Die drücken sich das gerade rein, die schlucken nicht. Da guck mal, bei den Pilzen jetzt auch noch mal holen können. Moin. Ich stehe auch noch unter ihm. Weißt du was? Ach, da oben ist auch noch einer, hab ich gerade nicht gesehen.
braucht aber schon ein bisschen Damage, ne? Also das ist schon... Das ist eine Aufgabe hier. Der Pilz, also der Typ, der ist übel. Also mir hat er auch nicht Spaß gemacht, den alleine zu legen, weil jetzt nicht... Ne, vor allem diese Charge-Dinger da, die tun richtig weh. Ja. So, ich könnte ja theoretisch jetzt mein Gift anmachen. Das braucht man wirklich nur für den Boss. Also, dann ist aber, liebes Spiel, würdest du bitte mein Shortcut-Menü öffnen? Ja, THX. Hm. Moin, ich schieße auch noch daneben hier. Oh, da ganz rechts ist einer. Oh Gott, ja, ich geh ran. Wer schmeißt den Felsen, du oder ich? Den kriegt man auch erst, wenn der sich da in seinen dämlichen Kokon da zusammenhält. Ja, das ist, der ist vorher unverwundbar, würde ich auch ein bisschen dumm gemacht. Warum? Oh, guck mal, jetzt kriegt er. Jetzt so hat er sich das auch nicht vorgestellt. Bim. Ja komm, der ist so kaputt. Der ist so richtig kaputt. Aua. Oh, Schweinebär. Junge. Der Junge. Moin. Au. So. Bam. Weg. Und dann fletscht. Der Junge. Oh, er liegt, ne? Ich will ja nicht nur am B. 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 Schade, dass man deinen Schatz jetzt gleich nicht sieht. Oh, ist gar nicht mal so schlecht. So. Solange es mehr C als D sind oder über dieser Schwelle liegt, ist eigentlich okay. Return to Tone oder was? Ja, ja. Na gut, wir haben jetzt 17 Minuten, aber das passt schon. Ich möchte jetzt erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen Sachen kriege. Wie? Ich habe nicht mal mein Level hochgestuft. Ui! Ein Amulett mit 3 Zusatzdingern. Und sonst ja, moin! Ein Bogen, 1612 zum Appraisen. Okay. 26 bis 57. Krass. Das ist krass. Der gehört sowas von. Medi, Blitzstab 53 bis 59. Durch dieses A habe ich den. Alter. Also das ist ja schon, ne? Das ist heftig, ja. Das ist schon eine hohe Hausnummer. Und ich hatte schon gedacht, ich hätte jetzt was Cooles. Und dann Bruger, na, Medi, ich habe jetzt einen kleinen A-Gegenstand, 800 bis 3700. Ja, wie gesagt, leider, ich nehme halt alles auf. Ihr seht es jetzt von Medi nicht. Wäre ganz cool. Aber ist nicht so gut, weil wenn es bei ihm abkackt, ist die ganze Folge im Hintern, ne, leider. Ja, das ist momentan ziemlich kacke. Und deswegen habe ich auch relativ viel pausiert. Und das finde ich nicht schön. Nee. Das ist einfach frustrierend. Es gibt nichts Frustrierendes, als so eine Folge zweimal aufnehmen zu müssen. So, und jetzt her damit. Das hat, glaube ich, auch der Alex gesagt, im aktuellen Gamer to Gamer. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Stunde aufzunehmen und dann festzustellen, ich muss alles nochmal machen. Ja. Oder war es der Wolf? Nee, war der Wolf Speer. Der hat das. Ja, hat er aber recht. Ja, hat er. Das ist echt schlimm. Also, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, wenn man aufnimmt, da richtig schön kommentiert, sich Mühe gibt und auf einmal, bah, alles für den Hintern. Alles nochmal. Na toll, ich kann mein eines Scepter ja noch gar nicht ausrüsten. Ah. Ich brauche noch ein Level Up, Medi. Unbedingt. Ja, da müssen wir jetzt hinmachen, ne? Ja, muss. So, sind wir hier. Ich trete hier gegen Schienbein. Hier. Da, drauf. Oh, gibt's nicht. Nein. Ich finde es auch doof, dass wir nicht zusammen durch die Stadt hier laufen können. Ja, das finde ich auch schade. Also... Lokal-Koop ist heutzutage überhaupt nicht mehr. Das finde ich richtig schade. Warum nicht? Ja, braucht man nicht. Nein, ich meine, Lokal-Koop ist zu viel. Nur online ist nicht, das meine ich. Ja, weiß auch nicht. Irgendwie. Gibt doch jetzt schon Skype und bla und all sowas, dass man schön mitspielen kann und was nicht alles. Aber nö. Es soll aber nicht unbedingt leicht sein, habe ich mal gehört, sowas zu programmieren, weißt du? Ja, wahrscheinlich ist es das. What would you like? Ich meine, das ist das der Grund, warum es dann nicht so oft gemacht wird. Ja. Weil lokal, da muss er einfach das nochmal irgendwie kopieren, weil ist ja eigentlich das Gleiche. Ob du jetzt einen Stöpsel drin hast oder zwei. Das stimmt wohl. Naja, ich sag ja, so Spiele wie Spelunky, da finde ich es auch ein bisschen unverständlich, warum, ne? Warum? Ja, genau. Warum kann ich diesen einen blöden Charme nicht ausrüsten? So was spinnig? Weiß ich nicht. Was ist das denn für ein Ding? Armory, was hab ich denn da? Level 23, ach so. Ich hab die ganze Zeit Level 22 gelesen, aber es ist Defense 22. Maddie, ich brauche noch ein Level. Dann kann ich erst die guten Sachen anlegen, die ich jetzt hier bekommen habe.
Finde ich auch ein bisschen Quatsch, weißt du? Wir gehen Level 17 Dungeon und droppen Items über unserem Level. Tja, das verstehe ich auch nicht. Ein bisschen unbegreiflich. Ja. Und auch, dass man nur 5 Nebenquests annehmen kann, finde ich ein bisschen doof. Na gut, aber Maddie, ich würde sagen, wir beenden mal die Folge, oder? Ja, ich gucke mich nochmal hier rein. Ich grinne jetzt nochmal ein bisschen Skillern. Kriegt man da eigentlich auch mehr Punkte im Endeffekt? Das möchte ich jetzt noch wissen. Das ist noch für die Folge, glaube ich, wichtig. Wie mehr Punkte? Wenn du jetzt ein Level abkriegst, kriegst du ja dann mehr Punkte. Nein, kriegst trotzdem nur noch einen. Nein, als Prinzip. Das gibt's ja für die Nebenquests. Also oft, dass du irgendwie, dass du einen Punkt kriegst durch eine Nebenquest. Beziehungsweise okay. Einfach nur Gold. What troubles you, naja. Child? Ich geh nochmal prayen, noch ein bisschen beten. Siehst du mal. Für Geld. Das ist doch mal toll, oder? Gehst in die Kirche und sagst, ja moin, lieber Gott, ich möchte mehr Geld. Sagt er, ja klar, kriegst ein Prayer of Profit, moin. Läuft, mach ruhig. Läuft, Kerle, mach mal. Ist kein Ding. So, ich muss ein paar resurrecten, dann hab ich bald meine Quest fertig. Mein Request, eher gesagt, nicht Quest. Ich finde das gut, dass es Request heißt. Ja. Das ist ja auch, das ist ein bisschen höflicher. Auf jeden Nicht Fall. Nicht verwegen. Mach das! Mach das! Du bist der Blödmann hier, der laufen muss. Ich sag dir, was ja, zu tun ist. Ja, du bist eine doofe Elfe. Eine fette Elfe bist du. Na gut, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Part bei mir. Was? Und dann wieder bei Maddie, ne? Und dann ja. Na gut. Bis dann. Tschüss.